Il soleil effacé est donc créature alles wird leise und neben mir du ein Glas Wein miteinander und du hebst meine Hand will schirmen von seinem Bett. Manchmal war's schier, die Zeit bleibt stehen, ein Augenblick, ein Leben lang fischt's heim. In Lengenfeld findet heute das Dialektmusikfestival mundartgerecht statt. Es spielen in 13 Gasthäusern 26 Musikgruppen unterschiedlichster Art und Weise. Dialektmusikgruppen, Volksmusikgruppen aus unterschiedlichen Teilen Tirols und aus dem Gastland Vorarlberg. Wie schön ist unsere Vorschusszeit für alle jung und alt. Zum Schätzle hat man Dialektmusikfestival mundartgerecht, Dialektmusik im Alpenland, ist vor 6 Jahren sozusagen gegründet worden. Die Idee ist entstanden, weil der Ötztaler Dialekt immaterielles Kulturerbe der UNESCO geworden ist, weil wir vom Verein Pro Vita Alpina schon sehr viele Musikveranstaltungen in unterschiedlichen Bereichen gemacht haben. Wir haben dort auf die wissenschaftliche Beratung von der Frau Dr. Gerlinde Heitz zurückgegriffen, Kind, die leider verstorben ist. Mittlerweile ein Team von unterschiedlichen Leuten, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, wo jeder sein Know-how einbringen kann. Und wir freuen uns, dass das zu Lengenfeld so gut funktioniert. Wir haben es jetzt, wie gesagt, das 6. Mal gemacht. Und es ist ein großer Erfolg bei Musik, bei den Wirten und beim Publikum. Die Musikgruppen, die in Lengenfeld spielen, spielen einerseits traditionelle Volksmusik, andererseits sind es Dialektmusikgruppen aus Nordtirol, Südtirol und Vorarlberg, die in ganz, ganz unterschiedliche Musikstile spielen. Wir haben da von, eben wie gesagt, traditioneller klassischer Volksmusik über Rock, Pop, Indie, Folk, Music, bis Reggae, alles Mögliche, was da ist. Unser Schwerpunkt ist, es muss gesungen sein im Dialekt, unterschiedlichste Dialekte natürlich erwünscht und gemischt mit traditioneller klassischer Volksmusik. Es ist schon zum dritten Mal, dass sie hinter uns hergehen. Bei jedem Weg, bei Tage, grüßt, heißt du Maria. Der Ötztaler Dialekt ist von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden, beziehungsweise als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet worden, weil es sehr, sehr lange Forschung gibt im Ötztal über den Dialekt. Es gibt eine Studie aus den 30er Jahren von Dr. Kranzmeier, Sprachwissenschaftler. Es wird nach wie vor auf der Universität in Salzburg und auf der Universität in Innsbruck sehr viel zum Ötztaler Dialekt geforscht. Man kann auf Tonmaterial aus den 20er Jahren zurückgreifen und aus den ganzen Materialien lässt sich auslesen, dass der Ötztaler Dialekt relativ stabil geblieben ist, mit vielen Ausdrücken, Redewendungen und vor allen Dingen in der Grammatik, die vom Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen noch herkämen. Und ja, das sind alles einige der Gründe, warum der Ötztaler Dialekt von der UNESCO ausgezeichnet worden ist. Immer, es war für dich, immer mehr selten als heute. Kann sein, es war ein Mann, vielleicht ein anderer Mann. Ich gleiche, es klingt dir ewig gut. Aber sei es wie es sei, so ist es Leben. Willst du etwas haben, musst du etwas geben. Manches dran, manches wenden. Und fluchen und beten, aber heute wird gestern und man ist ganz vorbei.
mundartgerecht Dialektmusik im Alpenland ist ein wunderschönes Fest, wo ich echt froh bin, dass wir das zum 6. Mal als Provita Alpina organisieren dürfen mit unserem Team. Es spielen Musikgruppen, das ganze Dorf ist voll von Musik, der ganze Tollkessel ist voll von Musik. Die Leute gehen von Gasthaus zu Gasthaus, hangachten, man trifft sie aus der Straße, tut einen kleinen Ratsch an. Jeder ist gut auch, alle lachen. Es ist einfach etwas, was extrem schön ist und mich freut es allen wieder, dass wir so viele Leute motivieren, dass sie rauskommen aus ihren Häusern, dass sie sich treffen auf der Straße, ob es Gäste sein oder Einheimische. Und jeder ist gut auch, weil er einfach die Musik alle zusammenbringt und dafür sorgt, dass sich jeder wohlfühlt. Sei es wie es sei, so ist das Leben. Willst du etwas holen, willst du etwas geben? Kannst es tragen, kannst es wenden, kannst schnurchen und beten, aber heute wird Geld.